Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei mir, Mr. Steve Rehbahn, zur neuen Aufnahme, die es so schon mal gab in der Form, aber leider ist OBS beim letzten Mal abgekackt, aber natürlich erst als ich die Aufnahme schon fertig hatte und ich konnte sie im Endeffekt nicht abspeichern, deswegen jetzt das Ganze nochmal. Wir waren so weit gekommen, dass wir St. Louis beendet hatten, die Mission hier, auch mit einigen Extras, ich hatte so einiges gezeigt. Aber, ja, wie gesagt, das Problem mit OBS hatte ich bisher einmal, aber ich weiß nicht so richtig, wieso eigentlich. Jetzt hängt es auch schon wieder ein bisschen. Gucken, ob es sich einpendelt noch. So, na gut, wenn es nicht geklappt hat, dann ja, werdet ihr das Video ja sowieso nicht sehen. Ich versuche das einfach mal so hinzukriegen, wie ich es beim letzten Mal hingekriegt habe, aber nee, werde ich doch nicht, weil ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir sind hier, das letzte Mal bin ich hier mit einem kleinen Trupp rübergegangen und in die Hauptbasis rein, wo man ja eigentlich gar nicht rein soll, aber da sind einige Mutanten, die viel XP bringen, deswegen werde ich mir das mal anschauen, aber ich werde es wahrscheinlich anders machen und erstmal mit dem APC jetzt hier runter zur Startposition fahren, die Leute in Sicherheit bringen. Und dann quasi mit gebündelten Kräften hier durchmarschieren. Die Front. Sollte machbar sein, habe ich letztes Mal in Farsight alleine geschafft. Ja, sollte man eigentlich hinkriegen. Ich versuche das einfach mal. Habe ich auch, glaube ich, schon mal so gemacht. Irgendwann. Ging ganz gut. Hier waren, glaube ich, Minen vergraben, wenn ich mich nicht irre. Würde ich auch mal Farsight vorschicken. Ja, genau, geht's schon los. Falle entdeckt. So, das speichere ich mal zwischen. Hier ist noch der kaputte Spielstand vom letzten Mal. Kann ich den jetzt überspeichern, ohne dass jetzt was passiert? Scheinbar ja. Gut. So, dann versuche ich jetzt einfach mal. Achso, ja, das letzte Mal konnte ich die Dinger, glaube ich, nicht entschärfen. Deswegen bin ich dann einfach drüber gefahren. Weil der RPC kann ja auch einiges abhalten. Und das hat mir dann einfach zu lange gedauert, weil es auch immer explodiert ist. Und irgendwie können sie. Boah, das war jetzt knapp. Konnte sie die Minen auch nicht erschießen, deswegen, also abschießen, nicht erschießen. Deswegen bin ich dann einfach durchgefahren mit dem Teil. Hatte auch, glaube ich, noch volle TP, 250, na gut. Naja. Na, ich fahre einfach mal weiter und guck mal. So, mal ein bisschen geschickt jetzt machen. Ich weiß, ich kenne natürlich auch die Hitbox von dem Ding nicht, deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen, wie wir da fahren müssen. Ich glaube, die ist ziemlich großzügig, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. So, hier Armatur fahren, ja. Stecken wir schon ordentlich ein. Wenn wir es geschickt machen, erwischen wir nur noch die Mine hier und dann. Ja. Wunderschön. 144. Na gut. Ich darf nochmal reparieren. Wir fahren ja mit dem Ding dann auch noch durch die Wüste zurück. Und gleichzeitig noch mit dem Hammer. Das wird auch wieder sehr lustig, weil Fahrzeuge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das ist auch immer so ein bisschen. Lässt sich bescheiden steuern, vor allen Dingen, wenn man von Todeskrall noch angegriffen wird oder sonst was. Oder jetzt Supermutanten, die ja in der Gegend hier rumschwirren. Naja, wird auf jeden Fall interessant. So, jetzt fahren wir am besten mal direkt hier runter. Hier rüber vielleicht nicht, weil da glaube ich, da ist glaube ich die Front schon. Hier glaube ich, ja hier lungern sie schon rum. Gehe ich mal lieber auf Nummer sicher, fahre hier unten raus. Hier sind wir am Anfang lang gefahren. Hier kommen wir quasi jetzt auch wieder raus. Theoretisch könnten wir die Mission damit jetzt auch schon beenden, aber die XP will ich mir nicht entgehen lassen. Gerade auch Max und Alice müssen ein bisschen XP aufbauen. Ich behalte die nämlich auch nicht im Team. Ich schmeiße die dann wieder raus. Ich brauche die nur für eine ganz bestimmte Mission. Die schnappe ich mir dann immer für so ein paar Missionen und hoffe, dass sie ein Level kriegen oder zwei. Verbessert dann ihre Fähigkeiten und dann hole ich die wieder raus. Die brauche ich quasi einfach nur fürs Grobe. So, gab ein paar Level. Sicher zur Endposition bringen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich jetzt mit allen da lang marschiere oder lieber nicht. Aber schauen wir erstmal. Alle erstmal raus. Mal schauen, wer alles ein Level hat. Steve als allererstes. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Große Waffen bringt eigentlich fast gar nichts. Kann ja eh keine tragen, scheinbar. Der Schwächling.
Da müsste ich wahrscheinlich mal. Kleine Waffen. Energiewaffen wäre vielleicht schon gut, aber. Na gut, ich mache mal auf kleine Waffen ein bisschen. Den Punkt mache ich mal noch auf Energiewaffen. Fahren, ja gut, ist hoch genug, das hier bringt nichts. So, Fahrzeit. Ja. Stehlen 105, ja gut. Nice to have. So, 146. Stehlen könnte ich, genau, noch um einen erhöhen. Einfach so. Stitch hat nichts. Mother, Max, alles. Okay, es waren nur die beiden. So, Preisfrage. Wen nehme ich jetzt... Oh, Quatsch. Wen nehme ich jetzt am besten, um da durchzubrechen? Also das letzte Mal habe ich es mit Farsight von Weiten habe ich die abgeschossen, aber... Vielleicht schaffen das aber auch Max und Alice einfach hier so... Die fürs Grobe halt, ja. Dafür habe ich die ja letztendlich. Ich werde einfach mal losmarschieren. So, die sehen mich noch nicht. Ich speichere mal zwischen und guck mal, wie weit ich rankomme. Die eröffnet ja dann auch richtig gleiches Feuer. Muss ich mal schauen, inwieweit ich die schon treffen kann. Okay, gut. Ja. Nicht so super. Aua. Max muss mal das Feuer auf sich ziehen. Okay, hat nichts gebracht. Er hätte auch gut gehen können. Verdammt. Ach man, fast geschafft. Ja, ich weiß, die beiden sind immer so ein bisschen Kanonenfutter, aber... Was soll man machen? Nein, 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 nein. Ach verdammt, okay, so. Kann ich vergessen. So, wie macht man das jetzt? Mother, ne, die Granaten. Achso, da fällt mir gerade ein. Irgendwer hat auch noch Granaten gehabt. Ja. Gleich mal rübergeben. Die brauchst du nämlich noch für die Hauptbasis. Da muss ich ein bisschen um die Ecke schießen. Da ich jetzt das letzte Mal gespielt habe, habe ich ja so ein bisschen. So ein bisschen wieder das, die Erfahrung da rausgekriegt. Weil das sind immer einige Stellen, die hat man dann immer nicht mehr so im Kopf. Letzten Mal, deswegen muss man das immer erstmal wieder spielen und um mal zu wissen, wie man da reagiert hat an einigen Stellen. Es hat dann auch funktioniert, aber ja, wie gesagt, Aufnahme abgekackt, alles umsonst. So, das räumen wir nochmal weg und das hier kann sie alles eh nicht einsetzen. So, dann kann sie nämlich die schweren Waffen noch einsammeln. Und Steve hat, glaube ich, auch noch Kapazitäten. Jo, ja. Wenn ich viel, aber. Halt vielleicht noch mal. Vielleicht mache ich dann doch auf Fernkämpfer oder so. Ja, es hat halt ewig gedauert. Das ist halt. Sie schießt auf Augen. So, wenn er hier jetzt rankommt, müsste die theoretisch reagieren. Genau. Perfekt. Das heißt, wenn Farsight jemand zu nahe kommt, sind Max und Alice fürs Grobe. Er hier ist blind. Wunderbar. So, ich nehme jetzt auch eine Stunde auf. Ich schau mal, wie weit ich in der Stunde komme. Ich weiß nicht, ob wir die Mission wieder beenden können, weil die erstaunlich lange dauert. Stimpack reinschmeißen, man weiß ja nie. A little lower and I'd be serial. Ich weiß nie, ich weiß nicht, warum er den Satz immer, warum die den auf Englisch gelassen haben. Ah, sehr schön. Manchmal hat man bei Augentreffern ja noch eine Chance auf einen kritischen Treffer. Gibt es, glaube ich, auch einen Bonus, der die Chance auf 100% setzt, dass bei einem Treffer in die Augen gleich ein kritischer Treffer rauskommt, aber da kommt erst wesentlich später. Ah! Ich darf mal übersetzen. So, nun kommt er. Angeschissen, der Scheißer. Und direkt vor die Mündung gelaufen. Perfekt. Ja, so ein bisschen mit Teamwork geht das schon. Ist ja quasi der Sinn von Fallout Tactics. Soweit es die Mechanik zulässt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich glaube fast, da kauert hier noch einer. Der ist einfach. Die stehen manchmal auch einfach nicht wieder auf. Die kauern dann hinter irgendwelchen Ecken. Aber stehen nicht wieder auf. So.
nehme ich mal. Die haben auch nicht mehr allzu viel Munition. Ja, klar. Der kleine Scheißer. Oh, voll verarscht. Ah! Und es laggt aus irgendwelchen Gründen. So, da könnte Alice ja direkt mal die Waffen einsammeln und. Oh. Irgendjemand hat die Waffe geladen. Oh, der hat, glaube ich, Granaten gehabt. Kann ich mir gleich mal unter den Nagel reißen. Kann Mother gut gebrauchen. Wie gesagt, für die Hauptbasis. Das Ding lasse ich mal hier. Blöde schwächliche Nahkampfwaffen. Stellt euch mal einen Supermutanten vor, der mit einem Brecheisen auf einen zugeht. In Fallout 3 greifen die mit Hydranten. Nicht mit Hydranten, mit Parkautomaten an. Ja, die Behemoths. Behemoth gibt es übrigens hier in Tactics auch, aber das ist kein Supermutant. Werdet ihr sehen, kommt noch früh genug. So, jetzt können wir eigentlich mal gucken, ob wir. Ah ja, hier. Super Mutant. Oder um es im Stil von Resident Evil 3 zu sagen, Another Mutant! War zwar Friendly Fire, aber das macht ja nichts. Man muss ja nicht immer so die Details. Hauptsache tot. So. Jetzt haben wir noch ein paar Bruderschaftssoldaten. Die haben auch immer ein paar nützliche Sachen dabei. Ich glaube, da war auch das ein oder andere Stimpack mit bei. Gucken wir gleich mal. Das läuft doch jetzt wesentlich besser als das letzte Mal. Also, wie gesagt, das letzte Mal bin ich dann hier oben rum durch die Schützengräben und habt ja hier oben von hinten aufgeräumt, also hab's versucht zumindest, die Front von hinten aufzuräumen, aber Problem ist, dass die mich dann immer wieder erwischt haben. Oh. Dass sie mich dann immer wieder erwischt haben, weil auch der. Ja, die haben dann alle ein bisschen ungünstig gestanden und man selbst hatte nicht wirklich Deckung. Und das kann gerade bei Tactics sehr entscheidend sein. Duck and Cover, wie man so schön sagt. So, da war ja. Ach, hier hat ja auch jemand. Ja, hier hat ja auch jemand Browning M2, glaube ich. Ich glaube, er hier war es auch. Ja, genau. Gleich mal weitergehen. Der hat auch Alice ganz schön verletzt. Ich glaube, das ist der. So, nochmal speichern. Bevor ich mich reinwage. Denn ich weiß nur vage, wo sie sind. Der war schlecht. Hä? Wo? Was? Was? Auf wen schießt ihr? Ach, guck. Gucke. Da würde ich mal. Ich schick mal Max rein. Ich glaube, der hat. Ja, der kann noch. Der kann noch tragen. Packt ruhig alles drauf. Ah ja, genau. Browning M2. Musik in meinen Ohren. Vor allem die Munition werde ich brauchen. Schwere Waffe vom Gewicht her. Aber super, um Feinde auch aus weiter Entfernung zu töten. Gerade Supermutanten. Sehr, sehr nützlich. So. Da könnte ich eigentlich fast die anderen schon nachholen. Jetzt haben wir theoretisch das Feld schon fast aufgeräumt. Jetzt ist hier alles sauber. Jetzt ist eigentlich nur noch die Hauptbasis, die bleibt. Die wir eigentlich nicht angreifen dürfen. Aber das hat auch einen bestimmten Grund. Ne, Quatsch, hier unten muss ich lang. Das hat auch den bestimmten Grund, weil ja theoretisch General Barnacki da drin ist. Und man den ja nicht retten darf, weil das von der Geschichte so vorgegeben wird. Der bleibt dann erstmal gefangen und den. Naja, verrate ich euch mal noch nicht, was da passiert. Deswegen darf man da eigentlich noch nicht rein. Und er ist da eigentlich auch nicht drin, weil es ja auch gar nicht vorgesehen ist, dass man da reinkommt. Aber man kann sich so ein bisschen reinmogeln. Hier sind dann so Minen vergraben und die kann man theoretisch mit einer gut platzierten Granate oder auch mit Fernwaffen zerstören. Ich habe es sogar mal geschafft, mich vorbeizuschleichen oder zu kriechen irgendwie und ich habe die dann nicht ausgelöst. Das ist manchmal Millimeterarbeit bei Tactics. So, ich glaube. Genau, hier war ja.
Da war ja er hier. Paladine, endlich! Berg. Brüder, ich dachte, ich wäre jetzt ganz auf mich allein gestellt. Sie haben den General. Sie Kerle haben ihn Leben mitgenommen. Sie haben alle anderen getötet und mich hier gefesselt und mit Sprengstoff verkabelt. Es ist eine Falle. Aber ihr müsst mir helfen. Ich hätte euch eher warnen sollen. Fühlen das Leerzeichen? Aber ich will nicht sterben. Macht diesen verdammten Kram von mir los. Sofort, ihr Idioten. Euch kann man ersetzen. Aber ich gehöre zum Stab. So. Das machen wir natürlich. Entschärft. Sie haben Barnaby. Er hat gesehen, wie ich mich versteckt habe und geschrien, dass ich ihn töten soll, aber ich hab's nicht über mich gebracht. Er war genau in meiner Schusslinie, aber wenn ich geschossen hätte, hätten die verdammten Mutanten mich vielleicht entdeckt. Ein paar Mutanten haben mich danach trotzdem gefunden. Diese Monster haben sich kaputt gelacht, als sie diesen Kram hier an mir festgemacht haben. Gott, ich steh mir bei. Ich hätte schießen sollen. Ja, das hätte er. Aber das können nicht alle. Ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Ja, warum er in dem Moment gestorben ist, habe ich nie verstanden. Plastiksprengstoff. Immer her damit. Lässt sich gut verkaufen. Sprengstoffe benutze ich eigentlich auch ganz selten. Die braucht man theoretisch nur in einer Mission. Obwohl man das da auch da ohne Sprengstoff schaffen kann, aber das macht ja nichts. So, jetzt muss ich mal überlegen, wen brauche ich denn da jetzt? Theoretisch Mother und Farsight. Das reicht eigentlich schon. Müsste es zu schaffen sein. Dann muss ich mal sehen, ob ich die Minen wegbekomme. Ich versuche es erstmal mit Granaten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Ich glaube mit Granaten. Eine Granate reingeschmissen und die Supermutanten in der Hauptbasis sind extrem gut bewaffnet. Also ich glaube, da haben zwei von denen sogar Browning M2. Und der Rest zwar keine allzu starken Waffen, aber sind sehr hoch im Level. Deswegen kann das auch immer ganz schnell vorbei sein. Ich bin noch dutzende Male gestorben. So, Alice, hier gibt mein Mother die Granaten. Jetzt haben wir 36, ja, ist nämlich sehr nützlich, wenn man mit Granaten den Flächenschaden ausnutzen kann und quasi die Gegner um die Ecke töten kann. Das ist vor allem bei Feinden mit sehr starken Fernkampfwaffen. Ah, hier ist noch Plastiksprengstoff. Nein! Was will? Nein! Oh, ich wusste es. Ja, und von neuem. Ja, das ist das Problem bei Fernkampfmenschen. Brüder. Ja, bla. Jo. Und tot. So, Plastiksprengstoff und Plastiksprengstoff. Wie viel haben wir eigentlich dafür bekommen? 59. Alice hat Core Berg Bomb. Ist der Code hier, die Dateibezeichnung ist immer sehr schön. gut. Jetzt nochmal. Mother, Farsight und. Ja, ist immer ein bisschen langwierig. Das Spiel bestraft einen auch direkt, wenn man nicht speichert. Das ist generell bei Fallout immer ein ganz großes Problem gewesen. Außer es sind halt die alten Spiele, die halt ohne automatische Speicherfunktion waren. Heute ist das ja sehr komfortabel. Die ganzen Kids regen sich ja immer gleich auf, wenn keine automatische Speicherfunktion drin ist. Wenn man selber dran denken muss und so weiter. Ich fand's immer sehr gut, wenn man dann auch wirklich selber mal ein bisschen nachdenken muss. Ist schon okay. So, Mother, das mal noch. Na komm. So, jetzt stelle ich das Aggro-Modus mal aus. Speichern. Dann am besten ganz schnell in Deckung gehen und dann gucke ich mal, dass ich die Minen ausschalten kann und dann schalte ich die Leute in der Basis aus. Eine schöne Deckung gehen, dann dürfen die eigentlich nicht sehen. Doch, sie sehen einen. Was? Die rennen schnell!